weniger ist mehr for future ist natürlich gerade dieses Stichwort weniger ist mehr eigentlich ein Paradox. Schwerpunktmäßig soll es aber heute schon stärker auch gehen an sich der wirklich ja akuten Krisen, wenn man die so alle aufzählt, Corona, Klimaerwärmung, Krieg, Energieknappheit, Inflation, sinkende Wirtschaftskraft, Zukunftsängste. Ich glaube, jeder hat irgendwo dieses Gefühl, es braucht mehr Zusammenhalt. Macht assoziiere ich sehr oft mit Unterdrückung und mit autoritären Regierungen. Ich assoziiere es auch mit Vertreibung von Menschen. Das heißt, ich habe eher in der Geschichte ein negatives Bild von Macht, obwohl ich weiß, dass man ja auch Macht demokratisch gestalten kann. Aber dann ist schon wieder das Weniger. Ne? Also dann brauchen wir auch weniger Autoritarismus. Ne? Also ohne Unterdrückung oder gar nicht mehr Vertreibung. So dieses Weniger passt dann auch schon zum Konzept einer anderen Macht. Ne? Also eine andere Macht ist möglich, wenn wir mehr Demokratie haben. Und andererseits, das mit dem Weniger heißt ja auch, dass wir dieses quantitative oder auf quantitative Verhältnisse basierte Wirtschaft ändern müssen. Weil einfach Nachfrage und Angebot reguliert nicht das ganze Leben und betrachtet manchmal die Natur so wie kostenlos. Also die Natur ist auch Mehrwert. Die Menschen schaffen einen Mehrwert. Aber dafür brauchen wir auch vielleicht weniger Macht von Geld und mehr Macht von Menschen, die sich zusammensetzen und andere Beziehungen aufbauen. Nicht nur unter sich, sondern auch mit der Natur. Denn die Wirtschaft spiegelt das ja auch wieder, dass wir mit der Natur so umgehen, wie wir unter uns umgehen. Wir betrachten ein anderes als ein Objekt. Und das ist schon für mich Gewalt. Und dann würde ich wieder zurück zum Thema Macht kommen. Aber das ist so meine Auffassung von weniger Macht, mehr Demokratie, würde ich sagen. Die Assoziation, die Antonio Andreoli gehabt hat, die habe ich drüben auf dem Platz auch so gesehen. Dass es hier geht darum, dass Demokratie einfach auch eine Gesellschaftsform, eine Herrschaftsform ist, die mit weniger Macht der Herrschenden zu tun hat, sondern mit mehr Macht derjenigen, die Politik als Volk, als Bürgerinnen und Bürger bestimmen können. So. Und je weniger das von oben diktiert wird und obstruiert wird, desto mehr Menschlichkeit, desto mehr Gerechtigkeit, desto mehr Stimmen, desto mehr Meinungen finden Gehör in politische Entscheidungen und diese politischen Entscheidungen werden dadurch gerechter und die Welt entsteht bzw. die Gesellschaft kann friedlicher sein. So. Ich bringe nun jetzt noch eine Konnotation hinein, so, auf die mich der Walter Ulbricht gerade drüben gebracht hat. So. Weniger machen. Vielleicht sollen wir uns einfach ein bisschen weniger einmischen in andere Gesellschaften und die vielleicht ein bisschen selbstständiger machen lassen, sodass die auf die Idee kommen, was ihnen selber gut tut und nicht immer nur diesen, sagen wir mal so, diesen wirtschaftlichen Einfluss von unserer Seite irgendwie entgegennehmen können, sondern aus sich selbst heraus eine gerechtere Gesellschaft entwickeln können. Vielleicht ist da auch weniger machen für mehr Leben zuständig. Ich habe schon den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche heute auch sehr offen sind für dieses Thema. Ich habe mit Kindern viele Unterrichtsstunden und Projekte gehabt, zum Beispiel über die Frage, wie viel ist genug? Die Unterscheidung zwischen genug und zu viel und was ist eigentlich Luxus? Und habe da festgestellt, dass das eine wahnsinnig spannende Diskussion ist, die ungemein bereichert ist, dass mittlerweile in ganz vielen Kindergruppen und Schulklassen Kinder dabei sind, die eine Migrationsgeschichte haben und die von daher eine
andere Vorstellungen haben von Grundbedürfnissen, von Luxus, wenn Kinder, die oft hier geboren sind, und ich sage mal gerade im Münchner Speckgürtel, auch sehr unbedarft aufwachsen dürfen, die mit Luxus assoziieren, eigener Schwimmpool, Gucci-Handtasche etc. Und dann auf einmal ein Kind in der Klasse sitzt, das sagt, Luxus ist für mich sauberes Trinkwasser. Und ich habe da oft eben diesen Gedanken, weniger macht mehr Leben, dieses weniger immer sofort assoziieren mit Bedrohung und Verzicht. Und dass das aber eine Bereicherung sein kann, zumindest aus unserer Sicht, wenn man eben eh zu viel hat von den meisten Dingen, finde ich immer einen spannenden Gedanken, wo ich auch versuche, den Kindern und Jugendlichen mal nahezubringen, diese Frage, was macht mich eigentlich glücklich? Und dass es eben für uns oft nicht materielle Werte sind, weil wir davon eh viel zu viel haben. Ja, ich lese es dann auch stärker, die Frau Traxel, mit dem Verb macht und nicht mit dem Hauptwort. Wir müssen mindestens im Verein, wenn wir auch Projekte unterstützen, bei uns hier anfangen, was zu ändern. Unser Wirtschaftsmodell ist nicht globalisierbar. Und damals habe ich angefangen, eben hier auch mit dem Thema Lebensstil. Wir haben eine Lebensstilgruppe gegründet und gesagt, was können wir denn im Kleinen, was wir als Familie einfach auch anders machen. Woher kommen die Schulden Brasiliens? Und da bin ich dann drauf gekommen, das sind Handelsschulden wegen den Atomkraftwerken, die zwei, die fertig geworden sind von Siemens. Die Wirtschaft ist bei uns ausgerichtet darauf, dass wir billige Rohstoffe aus der ganzen Welt uns holen, billigste Arbeitskräfte, das heißt Textilien, Schulen, wissen wir alles, und die extrem mit unserem Preisaufschlag sozusagen verkaufen. Wenn ein Schuh komplett, ein Adidas-Turnschuh komplett Material mit Herstellungskosten 5 Euro kostet und hier für 100 Euro verkauft wird, dann ist doch klar, wo der Gewinn bleibt. Und darum ist für mich auch ganz wichtig, dass wir beim fairen Handel weiterkommen. Es hilft nichts, wenn wir immer wieder diese Standardprodukte kaufen, sondern es muss mehr Wertschöpfung in den Ländern passieren. Wenn wir nur die Kaffeebohnen und den Kakao hier einführen und dafür wenig bezahlen, dann wird es in den Ländern nie dazu kommen, dass die dort selbstständig eine eigene Wirtschaft aufbauen können. Da gibt es Gott sei Dank jetzt inzwischen Initiativen, weiß nicht, wer es weiß. Fair Afrit ist eine Gründung von jungen Leuten aus München, in Ghana. Da wird die Schokolade komplett dort hergestellt, einschließlich Verpackung. Und da ist ganz klar, dass da wesentlich mehr Wertschöpfung in dem Land bleibt. Und damit Wirtschaft in dem Land entsteht, und das ist die gerechte Fluchtursachenbekämpfung, dass die Leute in ihrem Land überleben können und auch wachsen können. Und alles, was mir daran hindert, sei es jetzt auch subventionierte Exporte von Deutschland hier, Milch war ja auch mal ein großes Thema, Milchüberschüsse, das alles schädigt die Wirtschaft in diesen Ländern. Und von mir ist da ganz wichtig geworden, dass die Wirtschaftspolitik sich ändern muss und da muss die Politik ran. Es gibt genügend tolle Beispiele jetzt, Gemeinwohlökonomie war ja auch schon ein Thema heute, oder auch Postwachstumsökonomie. Es gibt Themen, dass wir wirklich runterkommen von diesem ständigen Thema, wir müssen wachsen, 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 mehr, 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 mehr. Und das reicht eben, das ist meine Hauptbotschaft, es reicht nicht, dass es der Einzelne allein macht, sondern wir müssen von der Zivilbevölkerung her die Bewegung zusammenbringen, dass die Politik sich traut, hier auch entscheidende Weichenstellungen zu ändern. Ein Thema ist dieses Lieferkettengesetz, wo eben jetzt auch hoffentlich bis zum Ursprung eben nachgeguckt wird, die Unternehmen in die Verantwortung genommen werden, bis hin, dass sie auch angeklagt werden können. Und dementsprechend natürlich auch eine gewisse radikale Wirkung damit erzielt werden kann. Aber allgemein, also für mich ist das Thema inzwischen gewachsen, aus dem Persönlichen heraus auch ins Politische hinein. Ich würde jetzt eher sagen, weniger ist mehr. Zum Beispiel weniger Konsum. Ich würde sagen, das ist eher dieses hässliche Wort Verzicht. Aber weniger ist mehr, das ist ein kreativer Verzicht, würde ich sagen. Weil wenn ich weniger habe oder weniger mache, weniger kaufe, dann habe ich mehr Freizeit und ich kann mehr Lebensqualität gewinnen dadurch. Ich glaube, das Konsumieren ist schon Staatspflicht. Kaufen, 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 immer mehr. Nein, kaufen ist kein schönes Wort. Shoppen, shoppen ist ein schönes Wort. Immer mehr und immer billiger. Und wer jetzt noch immer mehr shoppt und immer mehr,
finde ich, das geht auf Kosten der anderen nachfolgenden Generationen und auch auf Menschen der dritten Welt. Und da bin ich, das finde ich also nicht ganz gut. Die sollen auch ordentlich versorgt werden und auch für ihre Arbeit Geld kriegen und nicht aufs Kreuz gelegt werden. Und wir von unserer Gruppe, wir wollen weniger Treibhausgase. Und in der Atmosphäre mehr alternative Energie, mehr Umweltbewusstsein und mehr nachhaltiges Denken auch. Das ist uns sehr wichtig. Und ich bin der Meinung, wir müssen alle zusammenhalten. Wir, die Bürger und die Industrie und die Politik muss uns den Rahmen geben. Ich glaube, zusammenhalten ist ganz wichtig. Es ist bereits zu spät. Man kann die Umweltschäden nicht mehr wegmachen, ändern. Die sind da, ganz gravierend. Man kann nur noch schauen, dass der Mensch sich angleicht und Dinge schafft, dass jetzt der Mensch mit dem noch umgehen kann. Dass er korrektiv noch einführt, dass die Schäden etwas minimal oder wenigstens einigermaßen gehalten werden. Die Umweltschäden sind da. Wir sehen es in Afrika, was da los ist. Das ist für uns ganz weit weg. Mir ist wichtig, weniger Macht mehr leben. Es ist eine Vertrauenssache. In der Kirche, da heißt, die Leute sind zu wenig im Gewissen gebildet. Man muss Gesetze machen und Regeln und dann wird alles gut. Nein, es ist zu wenig Vertrauen da. Und im Staat genauso. Da ist allerdings, da ist die wirtschaftliche Macht da, die Politik ist nicht mehr frei, sondern wird von der Werbung und von der Wirtschaft bestimmt, von den Lobbyisten. Und wir lassen das zu. Wir horchen der Werbung, was die Werbung uns vorgibt, das machen wir. Und da ist der erste Ansatz zur Änderung, dass wir unser Gewissen stärken, dass wir sagen, das brauchen wir nicht. Und die Werbung, ich finde es unmöglich, dass zum Beispiel beim Sport die großen Rennen, Autorennen, so toll propagiert werden und das sind die Schlagzeilen. Was macht das mit uns? Was macht das mit den Menschen? Das Tolle mit Ferrari. Die jungen Leute sagen, ich will ein Ferrari. Aber was es heißt, diese Umweltzerstörung, das wird ihnen gar nicht bewusst gemacht. Wir hatten da vor 3 Jahren diese große Kundgebung, September, und wir hatten da ein Plakatwand aufgestellt, mit der Frage, was kannst du fürs Umwelt tun, für die Umwelt tun. Und war ein Mädchen, Pauline, glaube ich, heißt sie. Es geht nicht nur darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, wir müssen kämpfen. Kämpfen, grün geschrieben. Und sich bemühen, rot geschrieben. Ich bin 10 Jahre alt und würde gerne in einer Welt voller frischer Luft, Natur, Tiere aufwachsen. Und ein anderer Schüler hat geschrieben, wir müssen den Politikern auf die Finger schauen und auf die Füße treten. Das Erste, was ich immer mit Menschenrechten verbinde, ist die Idee, dass man überhaupt ein Recht hat. Es ist klar, dass wir die Menschenrechte noch erweitern könnten. Und ich glaube, wir müssen sie auch noch erweitern. Zum Beispiel das Recht der Tiere, das Recht der Natur, so vieles, was man 1948 damals gar nicht drin hatte. Oder in der Französischen Revolution gar nicht drin hat, wo der Ursprung war. Also wir können da ganz viel erweitern. Also ich würde sagen, da fehlt noch ganz vieles, was wir zu erreichen haben, aber andererseits haben wir noch nicht mal das Minimum erreicht. Also wenn Menschen an Hunger leiden, dann ist das doch total absurd, oder? Mhm. In unserer Welt gibt es immer noch so viele Menschen, über 800 Millionen Menschen, die an Hunger leiden.
Und das ist doch das erste Recht. Man kann doch nicht leben, ohne sich zu ernähren. Das klingt so selbstverständlich. Aber gerade das ist auch, was Menschen in meinem Land dazu gebracht hat, es zu verstehen, dass es das Recht gibt, für Rechte zu kämpfen. Und das ist ein Politisierungsprozess. Vielleicht müssen wir das Wort Politisierung auch mal diskutieren, weil inzwischen findet man immer schlecht, wenn etwas politisiert wird. Ne? Ich finde es schlecht, wenn es entpolitisiert wird. Ja, man verwechselt das mit Parteipolitik. Ich möchte jetzt sagen, die Landlosenbewegung ist eine politische Bewegung. Eine so große politische Bewegung, dass die größte politische Bewegung Lateinamerikas ist, derzeit. Und was ist ihr größtes Anliegen gewesen? Das Recht auf Land. Und mit dem Recht auf Land, also mit dem Zugang auf das Land, das so groß ist und da ist und brach liegt, ungerecht genutzt wird, umweltschädlich genutzt wird, dass man dadurch auch einen politischen Prozess in Gang gesetzt hat, indem man das Land besetzt hat, an dem Zugang beteiligt war. Und das ist ganz wichtig. Man hat es nicht von Regierungen geschenkt bekommen. Es gibt kein Hektar Land in Brasilien, das zur Enteignung gekommen ist, was in der Verfassung feststeht, seit 1961, das nicht vorher besetzt wurde. Also diese Art, es zu besetzen, es zu bewirtschaften, es zu verändern, sich dadurch zu ernähren, das ist ein politischer Prozess. Und genau diesen Prozess haben wir in der Gesellschaft vielleicht verlernt, indem wir erwarten, dass Regierungen es für uns tun. Und deswegen werden die Leute teilweise unpolitisch, obwohl das ja auch politisch ist, unpolitisch zu sein. Und von daher finde ich es ganz hoffnungsversprechend, was wir dadurch in Brasilien gelernt haben. Denn alles, was an Regierungsprogrammen in 12 Jahren durchgesetzt wurde, ist nur ein Teil von dem, was wir in der Zivilgesellschaft aufbauen konnten, auch dank der deutschen Solidaritätsarbeit. Ne? Muss ich auch immer sagen, sonst hätte es die MSC gar nicht gegeben. Dank der katholischen Kirche oder der Befreiungstheologie, die auch die Menschen ermutigt hat dazu, dass sie nicht aufgeben, dass sie weiter kämpfen, dass sie weiter zusammenhalten. Also diese Geschichte der Mobilisierung der Zivilgesellschaft und der Errungenschaften dadurch haben das bei uns umgesetzt, was ein Teil von dem ist, was in den Menschenrechtscharta drin ist. Also das Recht muss erkämpft werden. Und das muss als Errungenschaft von Menschen begriffen werden, die kollektiv dafür gekämpft haben. Und das ist für mich das mit mehr Demokratie. Also es ist möglich, durch mehr Demokratie auch zu mehr Menschenrechten zu kommen, weil man dadurch versteht, bewusst wird, dass man ein Recht hat, und das ist vielleicht das Schwierigste, dass man es nicht verdienen muss, essen zu dürfen. Dass man das Recht hat auf Land, auf Wohnung, auf ein besseres Leben und das nicht voraussetzt, dass andere ein schlechteres Leben. Das, was wir da sehen, dass die Großgrundbesitzer die Politik in Brasilien beherrschen, das ist in vielen Ländern so. Die entscheidende Frage für mich ist dann immer, warum die eigentlich noch gewählt werden, weil die meisten Kleinbauern und Landlosen wählen ja auch solche. Was ist das für ein Trick, für eine Magie, dass man vor der Wahl es schafft, dass die Menschen den wählen, der eigentlich gegen ihn ist? Ne? Und das ist vielleicht das Problematische, wenn man keinen Bewusstseinsprozess geschafft hat. Also nutzt man nicht nur die Menschenrechtecharta, wenn die Menschen nicht verstehen, dass das eigentlich eine Errungenschaft der Menschheit ist, die schon vor uns dafür gekämpft hat. Und dass wir uns weiter dafür engagieren müssen, dass wir diese Rechte umsetzen. Und Menschen, die daran beteiligt werden, die werden ja auch ermächtigt. Das ist genau, was ich an Hoffnung auch in meinem Land zu haben, weil wir haben die Erfahrung gemacht. Und das ist nicht nur eine Idee, das sind nicht nur so Werte, das sind Erfahrungen. Und diese Erfahrung der Landlosenbewegung ist ja auch ganz wichtig, auch unter der Pandemiezeit gewesen, dass wir jetzt eine Zunahme an Lebensmittelproduktion haben und auch die Direktvermarktung, die solidarische Ökonomie oder Gemeinwohlökonomie, wie wir sie hier bezeichnen,
es gibt so Hoffnungen auf Mikroebene, auf lokaler Ebene. Und deswegen ist das Regionale auch wieder so im Vordergrund. Ne? Gegenüber dieses Globale. Ne? Ich war schon immer nicht so einverstanden damit, dass man global denkt und lokal handelt. Man muss auch global denken und global handeln. Sonst geht es ja gar nicht. Also Bewusstsein erreicht man nur, wenn man auch global und lokal handelt. Und viele Sachen kann man auch nur ändern, wenn man global und lokal handelt. Menschenrechte vor Profit, dass dieser Profitgedanke, der so ganz stark jetzt auch eben durch die neoliberale Globalisierung nochmal auch gestärkt worden ist, dass der so mächtig ist, dass er alles unterdrückt, und das war wieder genau zu spüren bei dieser Entwicklung des deutschen Lieferkettengesetzes. Vor allen Dingen, die am meisten dagegen gewettert haben, waren nicht Unternehmen, da kamen einige, die gesagt haben, prima, endlich kommt sowas, weil die, die es jetzt schon versuchen zu machen, nachzugucken, was sind dort für Bedingungen bei der Herstellung, die sind benachteiligt, weil sie dementsprechend auch vielleicht größere, also entsprechend mehr verlangen müssen. Das ist ja bei Fairtrade auch so, dass das ein bisschen eben teurer ist. Es waren die Verbände, die Verbandsvertreter haben gemeint, sie müssten für alle Unternehmen jetzt da groß drum kämpfen, dass das Gesetz möglichst billig und einfach wird, und haben gedroht, was Gott weiß alles, was die deutsche Wirtschaft wieder zusammenbricht. Und dann ist es Stück für Stück wieder verwässert worden, bis zum Schluss eben jetzt erstmal nur 3000 Mitarbeiter, die großen Unternehmen. Und es soll zwar anders werden, es soll auch überprüft werden. Und ein Argument war ganz entscheidend, ja, wenn wir in Deutschland das machen, dann sind wir ja international benachteiligt. Und deshalb jetzt der nächste Schritt EU-Lieferkettengesetz, das EU-weit ist, also nicht mehr jeder Einzelne nur sagen können, wir sind dadurch benachteiligt. Und entscheidend sind zwei Punkte. Erstens mal, dass man an die Quelle kommt, wo tatsächlich diese Umwelt- und auch vor allen Dingen Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dass die auch klagen können, und zwar nicht nur zivilgerechtlich, sondern auch wirklich dann die Unternehmen hier vor den deutschen Gerichten und nicht nur vor den ausländischen Gerichten hingestellt werden, und vor allen Dingen eben auch die entscheidenden wunden Punkte aufgeguckt werden. Und das ist ganz entscheidend, sind es wieder die Rohstoffe, von denen wir so abhängig sind und unsere Wirtschaft eigentlich nur läuft, wenn wir billige Rohstoffe bekommen. Und da gibt es dieses schöne Stichwort auch vom Wuppertal-Institut, was besser werden sollte. Effizienz, Subsidiarität, das heißt, wir ersetzen Rohstoffe durch andere, konkret jetzt Benzin wird ersetzt bei den Batterien jetzt durch Lithium, das müssen wir ja auch unter übelsten Umständen gewinnen. Und das Dritte ist, und das ist jetzt ganz entscheidend, das Wort Suffizienz. Und die Suffizienz hat genau dieses Stichwort des Genügsamseins. Dass wir ohne Effizienzsteigerung und ohne Suffizienz nicht weiterkommen, wenn wir nicht gleichzeitig auch suffizient werden und weniger verbrauchen, mit weniger Auskommen, vor allen Dingen eben auch an Rohstoffen. Und darum ist so ein Ansatz von einem Lieferkettengesetz schon der erste Schritt. Das Trade-Prozess, der ist vor allen Dingen von Entwicklungsländern eben, ich glaube von Ecuador oder Peru war es, gestartet worden, und der wird von den Industrienationen blockiert. Und das ist natürlich auch ein Thema, was noch überhaupt nicht bekannt ist, und das jetzt mal bekannt zu machen, da ist noch ein weiter Weg, dass wir hier die Politiker bringen, dass sie auch nach Genf fahren und dort einen entscheidenden, mindestens einen Staatssekretär hinschicken. Ich höre jetzt diese Diskussion zu und auch Ihre Frage, und ich weiß nicht, ob alle Menschen diese Situation als Zwangslage erleben. Und das, glaube ich, ist tatsächlich ein entscheidendes Faktum bei der ganzen Geschichte. So, ich könnte jetzt auch sehr, sehr viel zu diesem Problemaufriss beitragen. So, ich weiß auch noch viel, viel, was schief läuft aus dieser ganzen Welt, wo wir unseren Teil an diesem Missstand beitragen. Und ich kann Ihnen vielleicht 50 Lösungen aufzählen, die wir als Kommune versuchen, um ein bisschen was zu bewegen, ein paar Tropfen auf diesen heißen Stein zu legen. So. Und am Ende müssen wir uns doch eigentlich irgendwann einmal die ehrliche Frage stellen, so, ey, warum ändert sich denn eigentlich nichts? Da muss die Politik ran. Wer ist denn die Politik? Wer ist die Politik? Ich bin die Politik. Ja? Ich werde gewählt. Alle, die da oben jetzt Politik machen, wurden gewählt. Die sind jetzt dran.
Aber wer wählt die? Und für welche Programme werden die gewählt? Das sind die Leute, die diese Politik haben wollen. Das ist das Kennzeichen der Demokratie, dass sie diese Politik haben wollen. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, so, der ganz bewusst Frau Ruckbucher das Wort Verzicht vermieden hat. So. Ja, und wir können dieses Wort Verzicht einpacken, so schön wir das haben wollen, in Suffizienz oder ein bisschen ja, Genügsamkeit oder Slow. Befreiung, alles Mögliche, was Rückstecker, so, können wir alles machen. So. Es bleibt am Ende der Aufruf, Leute, macht's weniger. Aber die Leute wollen nicht weniger machen. Ja? Und warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist mein Anliegen und das stimmt fast überein mit dem Antonio, dass wir als Zivilbevölkerung, und zwar hier, die sich dafür interessieren, lauter werden müssen. Wir müssen auf die Straße notfalls gehen. Seit 30, seit 50 Jahren ist es der gleiche Appell. Geht auf die Straße. Wir gehen auf die Straße, wir haben andere Regierungen seit einer gewissen Zeit, so, wir haben viel erreicht. So. Und auch das, was Sie gesagt haben, so, auch in Brasilien ist viel erreicht worden. Und jetzt ist wieder alles zurückgerungen. Also die Leute werden ja gewählt. Jede Partei oder zumindest viele Parteien sagen, okay, ich muss mich auf das einstellen, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. So. Also ich muss denen ja irgendwie das entgegenkommen und entgegenbringen. Eigentlich wirklich ein Stein im Brett, den wir haben sollten. Diese Vereinigung von 192 Nationen in den Vereinten Nationen, in den United Nations, so, die sich committed haben, so, ey, Menschenrechte, das ist etwas, das soll auf der ganzen Welt gelten. So. Diese Organisation müssen wir stärken. Die muss einfach wirklich irgendwie mehr Macht kriegen, die muss mehr Durchsetzungskraft kriegen. So. Und was meiner Meinung nach, und da sind wir ja wirklich auf der gleichen Linie, Walter, was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass man diese globalen Unternehmen, die außerhalb jeglicher demokratischen Kontrolle sind, dass man die irgendwie in das System reinbringt, so, dass man ihre Macht begrenzt und ihren Einfluss und ihre zerstörerische Kraft irgendwie kontrollieren kann. Es heißt, seit Jahrzehnten gehen sie auf die Straße und es bewegt sich nichts. Ich erlebe jetzt die Jugendlichen und ich würde jetzt wagen zu sagen, dass ich glaube, dass die Bewegung, die jetzt mit Fridays for Future losgetreten ist, es tatsächlich geschafft hat, dieses Thema Klimawandel wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und auch eine Diskussion anzustoßen, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Also ich bin ursprünglich Biologin, ich habe das auch im Studium und so weiter miterlebt. Da hieß es natürlich schon, ja, ökologischer Rucksack und planetaren Grenzen. Und auch jetzt, wenn wir einfach mal ins Fernsehprogramm schauen oder Social Media, ganz zu schweigen, das Thema ist in der Mitte angekommen und da bewegt sich was. Es gibt auch immer eine U18-Wahl, wo minderjährige Menschen, Jugendliche in Deutschland aufgefordert sind zu wählen. Die zählt natürlich nicht, diese Stimme, aber das wird veröffentlicht. Und wenn man sich da anschaut, auch zum einen, was da teilweise auch für ein politisches Interesse da ist, auch wirklich Jugendliche, die sich, habe ich schon erlebt, die Arbeit gemacht haben und Parteiprogramme lesen, und da wirklich auch engagiert sind und da einen Willen haben und da dabei sind. Und das finde ich einfach eine wahnsinnige positive Energie und deswegen bin ich auch total gegen dieses, ja, das haben wir schon immer gemacht und das bringt nichts, sondern da bewegt sich was und ich glaube, wir müssen einfach nur auf den Zug auch aufspringen und man kann das gar nicht, finde ich, auch genug gutheißen. Ja, und ich werde mehr. Mi mente ya no piensa si no es el mundo.